Wir sind inzwischen Opfer unserer eigenen Erfindungen. Und wir akzeptieren diesen Opferstatus, denn sonst dürften wir nur noch bar bezahlen und kein Bankkonto mehr haben, müssten gar vom Tauschhandel leben. Wir dürften weder telefonieren noch sonst ein modernes Gerät benutzen, das irgendwie mit Kommunikation zu tun hat. Die Internetaktivitäten eines Nutzers lassen sich genau nachverfolgen. Wann hat er welches Bild von welchem Server heruntergeladen? Ich werde oft gefragt, ob wir nicht bald alle von Big Brother kontrolliert werden. Darauf antworte ich immer, das ist doch bereits der Fall. Der Gesetzgeber kommt all den neuen Entwicklungen doch gar nicht mehr hinterher. Man konnte sich ja nicht einmal vorstellen, was da alles passieren würde. Im wahren Leben ist es noch nicht so weit. Doch für Internetnutzer, die sich der Spielregeln nicht bewusst sind, hat sich bereits eine Überwachung eingeschlichen. In 1949, George Orwell had a vision of the future. Today, that vision is still a best-selling novel. Vor dem 11. September war das Internet ein freies Netz, ein tolles Instrument der freien Meinungsäußerung. Seit dem 11. September gilt es als Instrument des Terrorismus und damit als gefährliches Medium. Natürlich will ein Staat Straftäter verfolgen und eventuell zur Verantwortung ziehen. Außerhalb einer gerichtlichen Ermittlung jedoch darf der Staat seine Bürger nicht einfach so überwachen. Inzwischen können die US-amerikanischen Geheimdienste ein Telefongespräch praktisch ohne jede richterliche Anweisung verfolgen. Das Internet ist ein wunderbares Mittel für Andersdenkende und Journalisten, um ihre Meinung zu verbreiten. Es ist aber auch ein wunderbares Mittel zur Überwachung. Yahoo arbeitet seit Jahren mit der chinesischen Polizei zusammen, um Leute dingfest zu machen, für die wir eintreten. Unabhängige Journalisten und politische Querdenker. Die Chinesen stoßen auf eine verdächtige E-Mail-Adresse und wenn es eine Yahoo-Adresse ist, heißt es, her mit allen verfügbaren Informationen zu diesem Account. Dann liefert Yahoo tatsächlich alle Informationen, ohne überhaupt nachzufragen. Normalerweise wandert man ja nicht ins Gefängnis, wenn man auf einer Webseite surft. In Tunesien ist das aber passiert. Die Surfer von Sassis wurden verurteilt, weil sie islamistische Seiten besucht haben. Die gelten zwar als terroristisch, aber im Allgemeinen ist es doch eher strafbar, im Internet eine subversive Information zu veröffentlichen. Wir wohnten in Sassis, da gibt es Polizisten, die auf EDV und besonders auf Netzwerke spezialisiert sind und nichts anderes tun, als Internetaktivitäten zu überwachen. Wenn sich dann einer über Politik, Islam oder Ähnliches auslässt, wandert er direkt ins Gefängnis. Ich bin sicher, dass ich überwacht werde, wenn ich im Internet bin, sogar in Frankreich. Schließlich stecke ich ja schon in einer bestimmten Schublade. Das Gesetz zur Sicherheit im Alltag von 2001 verpflichtet die Internetprovider, sämtliche Logdaten ein Jahr lang aufzubewahren. Aus diesen Daten sind die Benutzergewohnheiten klar ersichtlich. We all live in the age of information. Every trace of our existence is computerized. Everything about us is encoded somewhere on a complex network of information. Dieses System soll dem Kampf gegen den Terrorismus dienen, klar. Aber ich sehe darin weit mehr. Hier handelt es sich wirklich um ein System zur allgemeinen Überwachung der Bürger. Der gemeinsame Zugriff auf Dateien über ein Peer-to-Peer-Netzwerk ist etwas anderes als ein hausinternes Netzwerk. Plötzlich haben viele Zugriff auf ihre Festplatte. Illegales File-Sharing einer kopierten Datei kann aufgedeckt werden.
Da so etwas wiederholt vorkommt, stehen die Chancen gut, von einem Lokalisierungssystem entdeckt zu werden. Ich hinterlasse Spuren, das ist mir klar. Man kann mich bestimmt leicht aufspüren. Schließlich gibt es dafür Fachleute. Wir haben eine Reihe von Servern, die gewisse Download-Netze beobachten. Nötigenfalls sind wir in der Lage, mehrere hunderttausend Verstöße pro Tag aufzudecken. Ich empfinde es eigentlich nicht als unrechtmäßig, was ich da tue. Die Gesetzgebung ist da ja auch nicht besonders klar. Keiner sagt einem, bis hierher und nicht weiter. Was mir dabei droht, weiß ich nicht. Geräte haben keine Anonymität. Anhand ihrer Adresse kann man sie identifizieren. Die Anonymität des Einzelnen wird von den Internetprovidern gesichert und nur unter ganz besonderen rechtlichen Voraussetzungen aufgehoben. Hier haben wir das Original. Und das hier haben wir im Internet entdeckt. Es ist eine Spiegelkopie. Das Original wurde horizontal gespiegelt. Davon werden einfache Systeme getäuscht, aber unsere Lokalisierungssysteme sind in der Lage, solche Inhalte zu entdecken. Von Internetmiliz ist da die Rede, von einer Parallelpolizei im Netz. Das sind ganz falsche Begriffe. Wir sind eher so etwas wie Radarfallen an der Autobahn. Statt des üblichen Polizeijustizsystems führt sich hier ein System zur Fahndung von Raubkopien ein, das sich aus Softwareherstellern, Kulturindustrie und Privatunternehmen zusammensetzt. Wenn ein User seine Daten löscht, löscht er tatsächlich nur einen ganz geringen Teil davon. All seine Aktivitäten befinden sich trotzdem noch auf der Festplatte. Ich bin Sachverständiger beim Pariser Appellationsgericht. Ein Untersuchungsrichter kann mich mit einer Begutachtung beauftragen. Dazu muss er mir mitteilen, welche Beweisstücke ich woraufhin untersuchen soll. Hier haben wir einen ganz normalen Computer. Wie Sie sehen, ist er mit einer Beschreibung des Falls versehen und mit einem Siegel. Sieht nach überholter Tradition aus, reicht aber völlig, um Geräte und Inhalte zu schützen. Alles lässt sich wiederherstellen. Eine gelöschte Festplatte, eine neu formatierte Festplatte und auch eine, die durch einen Virus oder jemanden, der Informationen beseitigen wollte, zerstört wurde. Eine Festplatte hat einen Index und Daten. Wir versuchen, auf Daten zuzugreifen, die noch existieren. Dazu analysieren wir die Indizes, die noch vorhanden sind oder die wir wiederhergestellt haben. Alles, was einmal auf einer Festplatte war, kann man auch wiederfinden. Neue, geänderte Dateien, freigegebene oder gelöschte Dateien. Schauen wir uns mal irgendein Datum an. Hier der 11. September 2002. Wir konkretisieren die Suche ein bisschen und sehen, um 15 Uhr, 19 Minuten und 12 Sekunden sah der Typ sich gerade eine Datei an, die gelöscht wurde. Eine Word-Datei mit Internetlinks. Ich habe nachgesehen, welchen Link er auf dieser Word-Datei aufgerufen hat. Bitte schön, eine Seite über Copernicus. Sie schreiben einen Brief. Das allein hinterlässt schon Spuren auf der Festplatte. Dann versenden Sie diesen Brief per E-Mail. Die hinterlässt weitere Spuren auf der Platte. Und auf Ihrem E-Mail-Server finden sich schließlich auch noch Spuren. Eins ist ganz klar. Wenn Sie etwas löschen wollen, bleiben trotzdem noch Spuren.
Beim Surfen im Internet hinterlässt man alle möglichen Spuren. Werden die gesammelt und ausgewertet, erfährt man alles Mögliche über den User. Geschmack, Gewohnheiten, gesellschaftlicher und beruflicher Status, politische und religiöse Einstellung. Nun kann man ihm ganz gezielte Werbung zukommen lassen oder aber sein Profil verkaufen. Banken sammeln private Informationen über uns. Das dürfen sie nicht, sie tun es aber trotzdem. Sie haben eine Akte und wenn die weitergegeben wird, dann kommt eben eine kleine Notiz dazu. Ob man fit ist, ob man ein sympathischer Mensch ist oder eher das Gegenteil. Lauter solche allgemeinen Infos. Ich weiß nicht, wie verhindert werden soll, dass all das in falsche Hände gerät, solange wir uns auf Medien verlassen, die zweckentfremdet werden können. It is no longer safe to transmit information. Phones, computers and satellites are all vulnerable. Im Internet gibt es genauso Verbrecher wie im wahren Leben, nur ist das Wirkungsfeld ungleich größer. Spyware-Programme kann man sich heutzutage aus dem Internet ziehen. User sind also imstande, auf die Geräte anderer Leute zuzugreifen. Ein simpler Klick und ich kann mich in den Computer dieses Opfers hier einwählen. Ich lande auf dem Desktop des Opfers und sehe genau, was es gerade tut. Außerdem habe ich Zugang zu allen Daten, die es auf der Festplatte hat. Es gibt zweierlei Anwender solcher Programme. Einerseits ist da der junge Hacker, der allen beweisen will, was für ein toller Technikhecht er ist. Andererseits ist da die mafiöse Organisation, die sensible Daten sammeln will, um sie anschließend im Internet anzubieten. Daraus kann wiederum zweierlei folgen. Spamming, also das Versenden unerwünschter Werbung, oder Phishing. Dabei werden E-Mails verschickt, die vortäuschen, von einer Bank, einem Telefonanbieter oder einer Auktionsseite zu stammen. In dieser Mail wird dann nach Zugangskennung, Passwort, Kreditkartennummer und Geheimzahl des Opfers gefragt. Beim Phishing gibt sich eine Seite als eine andere aus und sammelt persönliche Informationen über die Leute, über ihr Privatleben, ihr Bankkonto, ihre persönlichen Zugangsdaten, um sie für andere Zwecke zu verwenden. Wie oft höre ich, mich haben sie im Internet auch dran gekriegt. Wenn sie sich nicht wenigstens ein kleines bisschen auskennen, tappen sie in die Falle. Viel zocken die ihnen ja nicht ab, 20, 30 Euro vielleicht. Bei solch unbedeutenden Summen wird man auf eine Anzeige vermutlich verzichten. Also da kann man auch nicht oft genug warnen. Auch wenn man Software von einem Bekannten zugeschickt bekommt, möglicherweise weiß der gar nicht, dass er ihnen eine Mail geschrieben hat, weil er eben ein Virus auf seiner Maschine ihnen schreibt. Und da muss man halt sagen, okay, sicher keine übertriebenen Verfolgungsängste, aber einfach gesundes Misstrauen. Somebody's been trying to hack in and compromise my identity. You think somebody got my information off the internal network? Don't worry about this. I'll clean it up. Die Cyberkriminellen haben gemerkt, es ist einfach abzuwickeln. Man kann von der ganzen Welt aus operieren. Außerdem ist es vermutlich viel effizienter, als mit einem Strumpf über dem Kopf und einer Pistole in der Hand eine Bank zu stürmen. This is about robbing the bank, isn't it? You have to do whatever they want. I spent 20 years trying to protect this bank. How do you expect to get in and out of here? You design the software. You find me a way in. Viele Phishing-Aktionen gehen von Russland oder Bulgarien aus. Was aber nicht heißt, dass diese Länder oder Staatsangehörige dieser Länder dahinter stecken. So eine Verlagerung in ein anderes Land macht eine strafrechtliche Verfolgung eben komplizierter. In Ländern wie Nordamerika, in denen persönliche Daten häufig benutzt werden, um beispielsweise Zugang zu sozialen Einrichtungen zu bekommen, gab es sehr schnell Probleme mit Identitätsdiebstahl. Solche Phishing-Aktionen gehen noch viel weiter, als sie nur nach ihrer Zugangskennung und dem Passwort zu fragen. Die fordern Angaben über ihr Geburtsdatum, die Geheimzahl für ihre Karte und ihre Adresse an. Damit lässt sich eine Identität aufbauen, mit der Kriminelle beispielsweise reisen können. My name's Hope Cassidy. I just arrived from America and someone has taken my passport, my credit cards, my bank accounts, everything. Someone has taken me.
Ein bisschen gefährlich wird es, weil unbewusst der Eindruck entsteht, wir befinden uns in der Datenverarbeitung in einer Welt, die aus Nullen und Einsen, aus Ja und Nein besteht. Also können wir 100% der begangenen Verstöße verfolgen. Bei Programmen, die in den Rechner eindringen, weiß man oft nicht, dass man sie überhaupt hat. Oder man ist sich ihrer Funktionen nicht bewusst. Dabei überwacht so ein Programm ihre Aktivitäten und sendet seinem Urheber gewisse Informationen. Google Desktop Search zum Beispiel bewahrt einen Monat lang eine Kopie vom Inhalt aller Computer auf, die ich benutze, damit ich auf diese Inhalte der verschiedenen Festplatten zugreifen kann. Überall wird man ausspioniert. Haben Sie in einem Supermarkt eine Kundenkarte, können die schauen, was Sie alles eingekauft haben und Ihnen Sonderangebote passend zu Ihrem Profil schicken. Ihnen wird überall hinterher spioniert. Ein Risiko könnte sein, dass irgendjemand, ein Staat zum Beispiel, aus der Ferne Recherchen starten kann. Da muss nicht einmal eine Verbindung zum Computer des Zielobjekts bestehen. Aus der Kopie bei Google lässt sich bereits so einiges erfahren. Ich empfinde das als eine echte Gefahr für die Demokratie. Die funktioniert nämlich anders. In den meisten Bereichen sollen wir transparent sein. Aber wir haben schließlich ein Privatleben. Auch als Mitarbeiter einer Firma sind und bleiben wir Bürger mit gewissen Rechten. Und das Recht auf ein Stück Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Ich habe ein Programm, mit dem ich Statistiken und Protokolle erstellen kann. Ich schaue mir die Auflistung an und sehe, jemand hat versucht, auf Seiten für Erwachsene zuzugreifen. Dann sehen wir mal nach, wer das war und welche Seiten es genau waren. Da, ganz oben, www.bitchbaby.com. Und der User war ein gewisser Mark. Das ist wirklich wie Big Brother. Und was das Ganze richtig gefährlich macht, ist, dass man nichts davon merkt. Würde ein Beamter die Leute im Zeitungsladen nach ihrem Namen, der Adresse und ihrer Lektüre fragen, gäbe es einen richtigen Aufstand. Aber das hier, das hat keine Farbe, keinen Geruch, keinen Geschmack. Im Internet lassen die Leute sich so etwas gefallen. Ich bin ungeheuer wachsam, was Recht und Internet angeht. Denn obwohl man geneigt ist, das zu glauben, Recht ist nicht gleich Demokratie. Das Recht ist einer der Bestandteile der Demokratie. Das schönste Beispiel für einen Rechtsstaat, das es je auf Erden gab, ist Nazi-Deutschland. Im Prinzip gestattet das Recht die Demokratie. Nur muss da noch so etwas wie Freiheit hinzugefügt werden. Die Angst vor einem totalitären Staat hat in Frankreich schon früh zur Einrichtung einer Datenschutzbehörde geführt. Die sogenannten entwickelten Gesellschaften denken, die Resultate der neuen Technologien müssen auch Anwendung finden. Hier widersprechen wir hin und wieder. Man muss etwas ja nicht tun, nur weil es möglich ist. Das Problem mit diesen neuen Technologien ist, obwohl sie so komplex sind, werden sie banalisiert und scheinen so transparent, dass man eigentlich gar nicht das Gefühl hat, überwacht zu werden. Das Ganze wird banal, normal. Man gewöhnt sich doch daran. Wenn irgendwo eine Kamera installiert ist, heißt es, oh guck mal, eine Kamera.
Oft genug gehen die Leute mit kindlichem, spielerischem Interesse an solche Sachen heran. Ich glaube, der Ursprung liegt hier bei den Jugendlichen. Wir haben in Wirklichkeit ein großes Problem, weil für die jüngere Generation der Computer zu ihrem Leben gehört. Sie sind weder so beunruhigt noch so wachsam in dieser Hinsicht wie wir. Das Blaubuch ist eine Initiative der Elektrobranche. Wir haben gemerkt, dass es in Frankreich seit 30 Jahren keine großen Strategieprogramme mehr gibt. Wir haben Beispiele für solche Strategieprogramme aufgezeigt, die dem Land und den Bürgern zustatten kommen können. Sehr verblüfft hat mich die Naivität, die zynische Naivität der Verantwortlichen, die scheinbar erst jetzt entdeckt haben, dass Kontroll- und Überwachungstechnik in einem demokratischen System wohl nicht so gut ankommt. Wir haben tatsächlich empfohlen, moderne Technologien zur Identifizierung wie Chipkarten und Biometrie bereits im Kindergarten anzuwenden. Es folgte ein wahrer Aufschrei. Das ist ein Skandal. Kleine Kinder schon zu normieren. Sie wollten Biometriegeräte aufstellen. Die Kinder würden dann entdecken, dass sie nur mit Hilfe ihres Daumens, mit Hilfe eines Körperteils in der Lage sind, Türen zu öffnen. Das ist toll für Kinder, zumal sie in diesem Alter noch gar nicht abschätzen können, dass sie durch so eine äußerlich harmlose Sache auch überwacht werden. Die Kontrolle in den Bereichen Sicherheit, Verkehrswesen, Feststellung der Identität wird mittlerweile verstärkt. Die elektronischen Reisepässe, die Personalausweise, die versicherten Karten haben immer einen Chip mit Informationen, die eigentlich biometrisch zu nennen sind. Irgendwie lässt sich Big Brother immer schmackhaft machen. Dass versucht wird, diese neuen Technologien wie beispielsweise Biometrie gerade Kindern nahezubringen, damit sie sich daran gewöhnen, damit habe ich kein Problem. Nur muss gleichzeitig auch Grundsätzliches über Datenschutz vermittelt werden. Mein Traum wäre ja eigentlich eine Gesellschaft, in der die Bürger das Gleichgewicht ihrer Rechte selbst bestimmen. Es ist nicht unsere Aufgabe zu entscheiden, ob es zu viel oder zu wenig ist. Wir sind Industrielle und stellen Systeme und Ausrüstungen für Polizei, Justiz und Armee her. Das Ganze wirkt, als hätte der Mensch plötzlich eine erschreckende Leidenschaft für Argwohn und Misstrauen entwickelt. Als hätte der Argwohn gegenüber einzelnen Personen sich zu einem Argwohn gegen alles und jedes ausgeweitet. Das biometrische Kontrollsystem bietet einerseits mehr Sicherheit beim Zugang und andererseits eine gewisse Erleichterung. Schließlich verliert man einen Finger nicht so leicht wie eine Magnetstreifenkarte. Wir als Belegschaftsvertreter wollten, dass die Arbeitszeit der Angestellten nachgewiesen werden kann. Was unser Management da ausgeklügelt hat, läuft aber auf Bespitzelung hinaus. Sicherheitsmaßnahmen sind nie weit entfernt von Bespitzelung. Aber Leute, die nichts zu befürchten haben, empfinden Überwachung im Allgemeinen als positiv, als ergänzende Sicherheitsmaßnahme. In vielen kleinen Unternehmen haben die Angestellten kaum eine Wahl. Zwingt man ihnen eine neue Technologie auf und sie lehnen sie ab, dann heißt es, sie lehnen auch ihre Arbeit ab oder haben gar etwas zu verbergen. Wir haben bei der Datenschutzbehörde nachgehakt. Unsere Geschäftsleitung hatte gar keine Genehmigung beantragt. Biometrie bedarf einer Genehmigung durch die Datenschutzbehörde. Verstöße werden hauptsächlich von Firmen, Gebietskörperschaften oder öffentlichen Einrichtungen begangen, die immer mal wieder Biometrie einsetzen, ohne eine Genehmigung beantragt zu haben.
Die Datenschutzbehörde befand die Identitätsfeststellung per Fingerabdruck als vergleichbar mit einer erkennungsdienstlichen Behandlung bei der Polizei. Um die Angestellten vor einer möglichen Beeinträchtigung der persönlichen Freiheit zu schützen, war uns wichtig, dass die biometrischen Daten nicht extern verwendet werden können. Letztlich haben wir uns auf die Handkontur geeinigt. Das ist weit genug weg vom Fingerabdruck. Will man den Fingerabdruck für den Zugang zu einem Firmenlabor mit toxischen Materialien einführen oder für den Zugang zum Rollfeld eines Flughafens, dann kann das für uns durchaus seine Berechtigung haben. Man muss das Ganze unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit sehen. Die Entscheidung der Datenschutzbehörde in unserem Fall war so eine Art Rechtsprechung. Viele öffentliche Einrichtungen, besonders Rathäuser, haben sich nach dieser Entscheidung gerichtet. Hiermit werden die Arbeitszeiten erfasst. Ein sehr benutzerfreundlicher Apparat. Die Leute wissen, woran sie sind. Biometriegeräte, mittels derer man durch Iris- oder Fingerabdruckerkennung seine Anwesenheit nachweisen muss, finden immer größere Verbreitung. Man legt die Hand drauf und sobald man die Finger nicht mehr gespreizt hat, funktioniert es. Biometriesysteme einfach nur zur Arbeitszeitkontrolle einzusetzen, ist unzuverlässig. Es gibt ganz klassische Systeme mit Firmenausweisen, die diese Funktionen erfüllen sollten. Die Geschäftsleitung meinte auch, mit einer Karte könnten wir ja mogeln. Eine Karte tut es auch, aber die kann man ja jemandem mitgeben. Mit der Hand war das schon schwieriger. Aber wir wollten ja eben Betrügereien verhindern. Die Aussage, ihr seid alle potenzielle Betrüger, ist nicht legitim. Man muss doch Vertrauen in seine Mitarbeiter haben. Wenn die Leute wissen, hier wird eventuell kontrolliert, dann passen sie ein bisschen mehr auf. Bei unserem einfachen Programm reicht ein Doppelklick und schon kann man den eigenen Arbeitstag sehen. Wann ist man gekommen? Wer hat Urlaub? Da steht alles da drin. Der Mitarbeiter soll von vorne bis hinten überwacht werden. Das ist doch pures Misstrauen. Irgendeiner kommt jeden Tag um 8, fängt aber erst um 8:30 an. Da guckt man schon, warum er immer eine halbe Stunde früher da ist. Telefoniert er noch, führt er Privatgespräche, solche Sachen eben. Man sieht es, gibt schon Gründe. Manche Arbeitgeber denken, dass Angestellte sich normen lassen. Aber ein Mann, eine Frau, das sind keine Maschinen. Jeder Mensch hat seinen eigenen Geschmack, seine eigenen Ansichten zum Leben und zur Arbeit. Einen Menschen kann man nicht einfach normen, seine Persönlichkeit verleugnen, ohne dass er einen psychischen Schaden nimmt. All diese modernen Technologien stützen das aktuelle Streben nach Überwachung auf eine negative Art und Weise. Dieser wissenschaftlich-technische Blickwinkel stellt eine Gefahr dar für den Ursprung, die Entstehung des Menschen als Wesen der Sprache. Eine Gefahr für das, was den Menschen als Sprachwesen, wie mein Lehrer Lacan sagte, definiert. Sa spécificité, comme le disait mon maître Lacan, d'être parlant. Genetics, what can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child. Die Biometrie birgt eine wesentliche Gefahr. Biometrische Elemente sind endgültig definiert. Fingerabdrücke und Rétinien lassen sich nicht wie ein Passwort ändern. 3, 2, 1,
Too bad, you gotta die. In Filmen ist Kriminaltechnik häufig ein Thema. Das bringt Straftäter auf Ideen. Um einen Fingerabdruck nachzumachen, braucht man einen Deckel einer Plastikflasche, etwas Sekundenkleber, eine Digitalkamera, sowie Holzleim und einen speziellen hautfreundlichen Kleber. Vor ein paar Jahren gab es ja einmal Geschichten mit Fingern aus Kautschuk. Aber das war meiner Meinung nach nicht ernst zu nehmen, auch wenn es richtige Anschläge waren. Aber die biometrischen Systeme haben sich verbessert und entwickeln sich noch weiter. In the not too distant future, our DNA will determine everything about us. A minute drop of blood, saliva, or a single hair determines where you can work, what you're capable of achieving. L'ADN, il faudrait qu'on puisse le comparer. DNA müsste man innerhalb von Sekundenbruchteilen vergleichen können, aber soweit ist die Technologie noch nicht. In a society where success is determined by science. Diese Art von biometrischen Maßnahmen sind mit eigens dafür angefertigten DNA-Chips durchaus vorstellbar. DNA-Spuren hinterlässt man ja auch mit Hautschuppen. Sollten wir jemals mit der DNA arbeiten, müsste da schon etwas Besonderes entwickelt werden. But in a place where any cell from any part of your body can betray you, how do you hide? When we all shed 500 million cells a day. Welcome to Gattaca. Lange vor dem Zeitalter der Biometrie sagte das Objekt zu Freud, ich fühle mich überall beobachtet, man schaut mich an, kontrolliert mich, weiß alles über mich. Der Geist ist also schon vorbereitet auf diese Überwachung, die sich in unserer Realität einbürgert. Dans la réalité. Der elektronische Pass entspricht gewissen Sicherheitsanforderungen. Diese Anforderungen erschweren die Verfälschung und Fälschung und machen sie, wenn nicht gar unmöglich. Neue Sicherheitselemente wurden integriert. Natürlich geht es dabei um das Physische. Es findet sich nun auch ein elektronischer Chip im Deckel des Passes. Was Fotos müssen nun den Normen der internationalen Luftfahrtbehörde entsprechen. Das heißt, sie müssen mehrere Dimensionen abbilden, aber auch bestimmte mimische Posen, damit diese Fotos irgendwann auch zur Gesichtserkennung verwendet werden können. Man muss Straftaten bekämpfen. Dennoch ist die totale Absicherung eine Illusion und äußerst gefährlich obendrein für die persönliche Freiheit, die Privatsphäre, die freie Meinungsäußerung und so weiter. Big Brother sind alle und niemand. In Wirklichkeit ist Big Brother eine Art großer technologischer Fortschritt, der alle möglichen Anwendungen in den Bereichen der Exekutive und der Legislative ermöglicht. Der Elektronikmarkt wächst jährlich um etwa 7%. Damit werden die Bereiche Telekommunikation, Datenverarbeitung und Automobilindustrie abgedeckt. Der jährliche Zuwachs im Sicherheitsmarkt kann auf 10-20% geschätzt werden. Wir alle haben so etwas wie ein gemeinsames Erbe. Es besteht aus unserer Identität, unseren Grundrechten auf den Schutz unserer persönlichen Daten. Das ist ein universelles menschliches Gut, das wir alle gemeinsam schützen müssen. Wenn die genannten Technologien einmal zu weit gegangen sind und dieses Gut verletzt haben, kann es keiner mehr wiederherstellen.
Es besteht keine Gefahr, dass jeder irgendwann per Chip identifiziert werden kann, der gleich nach der Geburt unter die Haut gepflanzt wird. Das ist Science Fiction. RFID, Radio Frequency Identification, bedeutet Identifizierung mittels Radiowellen. Ein RFID-Tag, auch elektronisches Etikett, besteht aus einem Chip und einer Antenne. Dann gibt es noch einen Sender oder Empfänger, das Lesegerät. Dieses Gerät steht mit dem Etikett in Verbindung. So wird ein Informationsaustausch zwischen RFID-Tag und Lesegerät ermöglicht. Die Informationen auf dem Chip sind für den Endkunden bestimmt. Angaben zu dem jeweiligen Produkt, die sich möglicherweise im Laufe der Zeit verändern. Das Etikett fungiert also als Produktpass. RFID-Etiketten kann man in den Saum von Kleidern einnähen, zwischen die Schichten von Schuhsohlen oder Pappkartons klemmen. So ist es leicht möglich, dass wir ein RFID-Etikett mit uns herumtragen, ohne es überhaupt zu wissen. RFID-Anwendungen dieser Art gibt es seit 10, 15 Jahren als Kennzeichnung, besonders von Luxusprodukten, um Imitaten vorzubeugen. Auch im Bereich der Krankenpflege gab es eine starke Nachfrage. Und das Post- und das Transportwesen sind nachgezogen, um sich das Sortieren zu erleichtern. Die RFID-Technologie bietet den großen Vorteil, dass sie mehr Informationen speichern und übermitteln kann als herkömmliche Strichcode oder andere klassische Etiketten. Für uns ist es nützlich, beispielsweise einer Probe digitalisierte Informationen mitzugeben. Das erleichtert den Austausch mit anderen Instituten. Zudem gibt es gerade im medizinischen Bereich noch ein Problem, die Vertraulichkeit. Gewisse medizinische Informationen dürfen nicht jedem in die Hände fallen. Deshalb sind wir natürlich an einer Lösung interessiert, die den Informationsaustausch erleichtert, gleichzeitig jedoch die Vertraulichkeit garantiert und nur Befugten zugänglich ist. Eine perfekte Methode, um etwas zu verfolgen und aufzustöbern. Und sehr effizient. Deshalb setzt Walmart es auch so gerne für Kisten im Warenlager ein. Allerdings kann die Methode auch auf Menschen angewandt werden. Ein RFID-Etikett kann auch aus einiger Entfernung gelesen werden. Mehrere RFID-Etiketten können gleichzeitig gelesen werden, im Gegensatz zu Strichcodes. Das heißt, wir können unheimlich schnell Informationen abrufen, auch wenn wir das Etikett nicht direkt vor uns haben. Im Gegensatz zum Strichcode, bei dem alle Cola-Dosen dieselbe Nummer haben, hat beim RFID-Etikett jede Dose eine ganz eigene Nummer. Wenn ich mir nun ein paar Schuhe kaufe, kann man zurückverfolgen, dass der Artikel mit der Identifikationsnummer 308247 der rechte Schuh von Catherine Albrecht ist, weil sie ihn mit einer bestimmten Kreditkarte zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Laden bezahlt hat. Wenn irgendwann einmal jemand diese Nummer auf seinem Lesegerät empfängt, kann er über die Datenbank herausfinden, dass soeben mein Schuh vorbeigelaufen ist und dass die Chance groß ist, dass ich drin stecke. Wir haben eine Grenze bei der Etikettierung von Einzelartikeln gezogen. Was der Verbraucher kaufen, mitnehmen, anziehen, leihen oder in irgendeiner Art und Weise benutzen kann, darf nicht mit RFID-Etiketten versehen sein. Das wäre problematisch. Schwierig ist, dass auch Menschen mit Chips ausgestattet werden können, hoffentlich wenigstens mit ihrer Zustimmung. Da fragt sich, ob die Leute das für gerechtfertigt halten. Aber in Spanien gibt es das schon. Da wird Leuten mit Hilfe einer Spritze ein RFID-Chip unter die Haut gepflanzt und damit haben sie Eintritt in Clubs oder sonstige Lokale.
Wir sind weltweit die Ersten, die den Chip als Eintrittskarte für den VIP-Bereich und auch als Zahlungsmittel einsetzen. Ich bin Krankenschwester und implantiere die Chips für die VIP-Zone des Beach Club. Knapp über 90 habe ich schon eingesetzt. Sie setzen die Spritze von oben an, dann macht es Klick und das Teil, es sieht aus wie ein kleines Reiskorn, ist unter der Haut. Es sitzt ganz fest direkt unter der Haut und kommt weder mit Muskeln noch mit irgendeinem Organ in Berührung. Wenn die Nadel unter der Haut ist, entsichere ich so eine Art Hebel, drücke drauf und dann sitzt der Chip fest unter der Haut. Du brauchst kein Geld, musst an der Tür nichts vorzeigen. Sie sehen ja auf dem Lesegerät, dass du es bist. Eine ziemlich bequeme Sache. Auf dem Chip ist mein Name gespeichert, glaube ich. Vielleicht auch eine Kontonummer für Notfälle und mein Restguthaben. Es ist wie ein Tattoo, nur unsichtbar. Die meisten sind dagegen, aber irgendwann haben das bestimmt alle. Wir möchten ein System am Eingang installieren, bei dem die Leute nicht mehr am Türsteher vorbei müssen. Sie gehen einfach am Lesegerät vorbei und sind drin. Fast wie zu Hause. Das ist total VIP. Da muss man mit keinem reden und kann kommen und gehen, wie man will. Ich will mir hier einen Mikrochip aus dem Arm entfernen lassen. Als ich ihn mir einsetzen ließ, war es mitten in der Nacht. Die Musik dröhnte, ich hatte einen Caipirinha in der Hand. So etwas ist schon ein nerviger Eingriff. Das Ding saß überhaupt nicht direkt unter der Haut. Ganz im Gegenteil, es steckte im Muskel. Die Krankenschwester, die mir den Chip eingesetzt hat, sagte, er wäre zwischen Haut und Muskel. Aber scheinbar steckt er doch viel tiefer, nämlich im Muskel. Zum ersten Mal kann ein elektronisches Gerät ohne Risiken und Folgeerscheinungen in den menschlichen Körper implantiert werden. Allein in Mexiko haben 1000 Menschen solche Implantate. Hauptsächlich aus medizinischen Gründen. Wenn ich einen Unfall habe, braucht der Notarzt vor Ort oder in der Notaufnahme nur auf den Knopf zu drücken. Automatisch erhält er dann meine Identifikationsnummer mit 16 Zahlen. Die wird dann an eine Datenbank übertragen und der Arzt erfährt alles Mögliche über mich. Name, Alter, Krankheiten, Krankheitsgeschichte, Versicherung, Personalien und wer bei einem Notfall verständigt werden muss. Solche Implantate, solche Geräte werden seit 2004 verwendet. An das System sind bereits ziemlich viele Krankenhäuser, Versicherungen, Privatkliniken, Ärzte und ähnliche Praxen angeschlossen. Ich bin sicher, der RFID-Markt hat sehr bald ungeheure Zuwächse. In ganz naher Zukunft sind schon alle möglichen Anwendungen des sogenannten Verichips vorstellbar. Man könnte sämtliche persönlichen Informationen darauf abspeichern. Er könnte als Ausweis fungieren, als Kreditkarte.
in Mexiko-Stadt auch als Wahlausweis. Irgendwann könnte man den Chip auch allen Leuten einsetzen und überall in der Stadt Lesegeräte installieren. In Geschäften, Büros, öffentlichen Gebäuden und so weiter. Wenn dann jemand mit einem implantierten Chip daran vorbeikommt, wird automatisch an eine Datenzentrale übertragen, dass diese Person sich gerade dort aufhält. Mexiko war ein Pionier in dieser Hinsicht. Das ist einer mexikanischen Firma und mexikanischen Ingenieuren zu verdanken. Unglaublich, aber wahr. Eines Sonntagabends kamen ein Dutzend Leute in mein Haus und entführten mich. In den 70ern und 80ern dienten Entführungen zur Finanzierung gewisser Gruppen. Inzwischen ist daraus eine regelrechte Industrie geworden, eine sehr aktive Entführungsindustrie. In Mexiko fühlen sich bestimmte Leute unsicher. Nicht nur, weil es in der Stadt eben gefährlich ist, sondern weil sie entführt werden könnten. Insgesamt brauchen wir mehr Sicherheit, also auch mehr Firmen, die dafür sorgen. In manchen Fällen haben die Firmen vorgeschlagen, einen Mikrochip einzusetzen, um Familienmitglieder aufzuspüren, die vielleicht einer Entführung zum Opfer gefallen sind. Sie haben mich ins Auto gesteckt und abgetastet. Wir wollen wissen, meinten sie, ob du irgendeinen Apparat trägst, mit dem man dich per Satellit orten kann. Hier in Mexiko verschenken Firmen Mikrochips, weil sie Werbung dafür machen wollen. Und von Leuten, die sich für potenzielle Entführungsopfer halten, wir nennen sie entführbar, wissen wir, dass sie den Mikrochip schon in Gebrauch haben. Der nächste Schritt ist die Kombination von RFID und GPS. Bei einer Bedrohung drücken sie auf den Notfallknopf dieses Ortungsgerätes, das ansonsten als alltäglicher Gebrauchsgegenstand fungiert. Innerhalb von nur 7 Sekunden wird ein Alarm, ein Anruf in unserer Zentrale und damit eine sofortige Reaktion ausgelöst. Dann können wir die Person orten mit einer Genauigkeit von plus minus 12 Metern. RFID und GPS werden langsam schon kombiniert eingesetzt, was in naher Zukunft sicherlich noch zunehmen wird. In den nächsten Jahren wird der Fortschritt dieser beiden Technologien zur Entwicklung von neuen Produkten, Anwendungen und Lösungen für die verschiedensten Bereiche führen. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass wir bald Chip-Implantate haben, die mit GPS ausgerüstet sind. Zurzeit setzen die Leute diese Technologie aus Sicherheitsgründen ein. Es ist eben eine Beruhigung. Aber das ändert sich vielleicht auch. Wir kommen hoffentlich nie wieder in eine Lage, in der die Technologie, wie im Zweiten Weltkrieg, gegen den Menschen verwendet wird. Aber man muss diese Möglichkeit in Betracht ziehen. The
Die RFID-Industrie, der Handel, die Leute, die mit der Überwachung ihr Geld verdienen, stellen sich die Zukunft so vor. Wenn du durch eine Tür gehst, durch den Park oder die Straßen spazierst, ist irgendwo ein Computer, der dich beobachtet, deine Bewegungen registriert und immer weiß, was du gerade benutzt oder anhast. Sogar die genaue Größe und Farbe deiner Unterwäsche. Diese Zukunftsvision der Befürworter von Identifizierung über Radiowellen erscheint mir ganz furchtbar. Denn das ist eine Zukunft ohne jegliche Privatsphäre. Unsere Kinder werden nicht einmal mehr wissen, was das überhaupt ist. Obendrein folgt aus einer solchen Überwachung: Wissen ist Macht. Das könnte wiederum zu mächtigen Firmen, mächtigen Regierungen führen, die dieses Wissen missbrauchen und gegen Menschen einsetzen. Heutzutage kann man die Leute per Kamera überwachen, man kann sie abhören. Durch biometrische Systeme lässt sich nachvollziehen, an welchem Ort jemand war, weil er gewisse Spuren hinterlässt. Durch Mikrochips, durch Geolokalisierung, kann man Leute auch aus der Entfernung verfolgen und aufspüren. Jede für sich genommen, kann man mit diesen Technologien vermutlich einen vernünftigen Umgang betreiben. Aber wer weiß, in was für einer Gesellschaft wir in 10, 15 Jahren leben? Und was passiert, wenn all diese Systeme in Betrieb genommen und miteinander kombiniert werden? Dazu kommt ja auch noch die neue Gesetzgebung hinsichtlich Sicherheit, Kriminalität und Terrorismus. Die würde von diesen neuen Technologien sicherlich Gebrauch machen. Das Hauptproblem ist also, welche Art von Gesellschaft würde sich in ein paar Jahren wohl aus all dem ergeben?